So, ich bin wieder an derselben Stelle und der liebe Bauer pflügt das Feld. Da könnte jetzt im Prinzip Getreide angebaut werden oder Raps irgendwie, um Menschen in Afrika vom Verhungern zu retten. Stattdessen wird das halt Viehfutter angebaut, an die Vieh verfüttert und das Getreide, was aus der Ukraine verschifft wird, landet dann hier, wird dann zu Bioethanol, damit irgendwie man angeblich irgendwie CO2 spart, was überhaupt nichts bringt. Es steigen sogar noch, weil halt die Leute immer fettere, dickere und mehr Autos kaufen. Weswegen für mich halt wirklich Autofahrer Mörder sind. Schlimmer noch als die Nazis. Ja, die haben nur 6 Millionen Juden umgebracht, was ja schon pervers ist. Und ich hatte es ja durchgerechnet, dass allein die letzten 10 Jahre deutschen Pkw, was an Bioethanol da in die Tanks landet, hätte man 30 Millionen Menschen in Afrika vor dem Hungertod retten können. Okay, diesmal bin ich halt hier mit meinem Dings. Und das ist jetzt ganz spontan, weil ich mal zu dem Thema irgendwie wieder mal kurz im Kopf was ausgerechnet habe und dann kann ich das mal irgendwie erzählen. Sollen halt eben eigentlich eben so einfache Rechenbeispiele sein, um wirklich so von denen jeder von euch perversen Mördern könnte das eigentlich irgendwie selber irgendwie nachvollziehen. Ja? War halt hier so eine kleine Stadt, irgendwie da Hof, Saale. Und hat so einen Stadtkern von 5 Kilometer Durchmesser an. Okay, ich fange irgendwie so an, weil ich hatte ja in der Robo for Future meiner Serie mal dieses mit der Verkehrswende gratis. Das gab es eben diesen E-Go Live von diesem Professor Schuh. Irgendwie so ein kleines Elektro-Plastik-Auto, irgendwie 150 Kilometer Reichweite. Aber ich glaube, der ist sogar 100 km/h gefahren. Und ich glaube, so 15.000 Euro hätte der gekostet, sag ich mal, wenn man den so in Massen richtig produziert hätte, vielleicht sogar 10.000, aber. Und deswegen so, okay, es gibt hier in Deutschland 60 Millionen irgendwie Pkw, ne, die halt dafür verantwortlich sind, dass irgendwie in Afrika die Menschen irgendwie verhungern. Und jetzt ist der Traktor da wieder da, deswegen drücke ich kurz auf die Pause-Taste. 60 Millionen Pkw, die halt alle 10 Jahre für 30 Millionen Hungertote in Afrika verantwortlich sind. Weil halt irgendwie der Weltmarkt irgendwie das weggekauft wird, weil wir unser Geld eigentlich nur drucken und von dem gedruckten Geld halt das Getreide kaufen und die Afrikaner irgendwie bleibt halt nichts übrig. So, die werden halt abgeschafft, ja. Also nicht nur CO2, Klima natürlich, aber ne, allein schon wegen diesem Bioethanol. Die werden abgeschafft, stattdessen werden 20 Millionen von diesen kleinen Ego Live praktisch gekauft. Also wäre wär ja so ein Plan irgendwie, ne, zur verfassungsfreundlichen Klima irgendwie Reduktion. So, 20 Millionen mal 15.000 Euro macht 30 Milliarden Euro. 30 Milliarden Euro im Vergleich zu den Krankheitskosten des Krankheitssystems hier in Deutschland, was wir allein irgendwie durch Umstellung wenn wir das Fleisch vom Speiseplan, könnten wir allein, sag ich mal, die Gesundheitskosten um die Hälfte reduzieren. Hat sich gesteigert in den letzten 10 Jahren von 300 Milliarden auf aktuell über 450 Milliarden Euro. Ja, also hier 30 Milliarden Euro für 10, 20 Milliarden, 20 Millionen Autos, ja, die halt wirklich, die stehen nicht nur an einem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr im Vergleich zu 450 Milliarden, die wir irgendwie für Krankenhäuser und etc. ausgeben. Eigentlich überhaupt kein Thema. So, jetzt kommt hier das kleine Städtchen, über 46.000 Einwohner, Stadtkern 5 Kilometer, sagen wir alle 50 Meter ist praktisch so eine Querstraße, so ein Gitternetzwerk, das sind dann 11 mal 5 Kilometer, sind 55 Kilometer Straßen, die halt diese Gemeinde, ich meine, es sind auch nur die anderen Orte, aber das ist jetzt auch schon gut gerechnet, 55 Kilometer und ich habe ja gerade gesagt, 80 Millionen Einwohner kriegen 20 Millionen Autos, das heißt, es wird viel geteilt. Also diese 46.000 Einwohner geteilt durch 4 sind 10.000 Autos. Also von diesen 20 Millionen kleinen Elektroautos als Carsharing kostenlos zur Verfügung, Elektro, kein Dings, Sprit oder sowas, ja, würden 10.000 Euro hier in Hof stehen. Ja. Und bei 55 Kilometer sind das halt alle 5,5 Meter, würde so ein Ding stehen. Das Ding hat eine Fahrzeuglänge von 3,20 Meter. Ja, das heißt, zwischen diesen Autos wird 1,20 Meter Parklücke, weil die müssen ja im öffentlichen Raum stehen. Ja? Also, um sich das mal vorzustellen, irgendwie man hätte praktisch kostenlos zur Verfügung Autos, ja, elektrisch, Carsharing, die stehen ja überall. Also, die 150 Kilometer Reichweite auch kein Problem, ja, weil man kann sofort umsteigen auf ein anderes. Würde alle 5 Meter würde am Straßenrand so ein Auto stehen. Ja? Um mal eure perverse Dekadenz vorzustellen, diese 60 Millionen Autos zurzeit, die dann in den Garagen und auf der Straße überall, ne, die stehen halt
im Prinzip da auch. Alle 5 Meter steht halt irgend so ein Diesel-Benziner auf der Straße. Ja. Und deswegen, das wäre völlig überflüssig. Ja. Die ganzen PKWs könnten im Prinzip abgeschafft werden. Ja, und dann das vielleicht so koppeln mit Langstrecken, irgendwie kostenloses Bahnfahren, Langstrecke, ja, wenn man so ein Mitglied von diesem Carsharing wird oder so. Geht, aber nee, weil Traktor ist jetzt wieder da und die Leute wollen ja ihr dekadettes Fleisch, sie wollen ihr Auto als, deswegen ist ja dieser faschistoide Diktatur, die wollen halt diese Auto, weil das ist symbolisiert, diese dekadente Verschwendung, weswegen irgendwo andere Menschen jämmerlich krepieren. Und darüber definieren sich die Menschen in dieser Gesellschaft. Geben sie natürlich nicht zu. Ja, aber wenn man jetzt hier so einen Vorschlag macht und sagt von wegen, ey komm, schauen wir mal in die Zukunft, schaffen wir Benziner ab, ersetzen Elektroautos und Volkswagen, wie der Adolf Hitler, der ja auch die Idee mit dem Volkswagen hat, jetzt wirklich diese Gesellschaft mal so sagt, wir verändern mal was, ja, und schaffen dieses egoistische, dekadente ab. Und deswegen, so, bin jetzt bei meiner Solarhalle, Solar. Das sind ja diese gebrauchte Solar hier mit so einem ganz billigen. Da gibt es auch so ein Video, ne? 9 Euro pro Modul. Und da hinten haben wir eine Solardusche. Die kommt auch noch gleich zur Aktion. Und ist natürlich irgendwie peinlich, wenn ich dann irgendwie so grobe Rechenfehler reinmache. Also einmal Faktor 2 und einmal sogar Faktor 10. Ja? Umgekehrt, das ist jetzt auch schon wieder ihr Neinsager, die alles nur so soll so bleiben, wie ist und alles kaputt reden. Ja? Im Prinzip bin ich da eigentlich sogar stolz drauf. Ja? Das ist halt dieser Tatendrang, irgendwie was verändern wollen, ja, und dann ist manchmal halt der Wunsch der Vater des Gedanken oder sowas, ja, denn 30 mal 20 ist halt nicht, nee, 15 mal 20 ist halt nicht 30, sondern 300, ja, und 300 Milliarden Euro ist halt schon so dieselbe Größenordnung von über 470 Milliarden Euro, ja, aber trotzdem, das Besondere ist ja, dass trotz der Korrektur das Ganze immer noch Bestand hat. Ja? Also die 5 Meter Abstand oder 13 Meter Abstand mit der 10 Meter Abstand ist Hose und Jacke. Und eben jetzt praktisch irgendwie 300 Milliarden im Vergleich zu 470 Milliarden klingt irgendwie nicht mehr so toll, aber die 470 Milliarden sind ja jährlich. Und weg oder sowas, ja. Während irgendwie die 300 Milliarden, ich meine, so ein Eco-Life irgendwie, der hält ja eigentlich auch 10 Jahre. Ne? Also, und wir können diese 20 Millionen Autos eh nicht in einem Jahr bauen. Und es ist eh sinnvoll, ja, auszubauen, weil wir, wahrscheinlich brauchen wir gar keine 20 Milliarden. Weil hier Informationsgesellschaft mit Online-Buchen und so, das kann man ja so verteilen, ja, dass es wahrscheinlich mit viel weniger Autos geht. Aber trotzdem, irgendwie bleiben wir eben bei diesen 20 Millionen, ja, und dann eben trotzdem 30 Millionen über 10 Jahre. Ja, und dann natürlich die Neinsager wieder, ja, hält denn der Akku überhaupt dann irgendwie 10 Jahre? Ja, also wieder Kopf rechnen, 600 Milliarden Kilometer werden gefahren, die wir halt jetzt ersetzen wollen von den bösen Benzinern durch diese 20 Millionen. Ja, also 600 Milliarden. Geteilt durch 20 Millionen sind 600.000, geteilt durch 20 sind 30.000. Ja? Also 30.000 Kilometer pro Jahr irgendwie müssen halt durch ein Auto irgendwie gefahren werden. So, 30.000, das ist 300 mal 100. Und der hat eine Leistung, habe ich jetzt mal gesagt, von 150 Kilometer. Das ist halt irgendwie 3/2. Also 300 geteilt durch 3/2 sind 200. 200 Ladezyklen. Ja? Also 200 mal 150 gibt dann diese 30.000. Ja? Und 200 Ladezyklen mal 10 Jahre macht 2.000 Ladezyklen. Ja? Und die modernen irgendwie Lithium-Eisenphosphat irgendwie, die machen 3.000 bis 5.000 Ladezyklen. Ja? Also kein Problem, ja, also das geht irgendwie, auch irgendwie mit den insgesamt Investitionen von 300 Milliarden, ja, das irgendwie 30 Milliarden pro Jahr geht irgendwie in den Gesundheitskosten, geht das alles unter. So, und das Schöne ist halt, ich habe natürlich inzwischen sofort weitergedacht, während ihr alle bösen Mörder natürlich, will davon nichts wissen, ja. Ich meine, 20 Millionen Autos und jedes Auto hat einen 30 Kilowattstunden Akku, ja. Das sind 30.000 Wattstunden mal 20 Millionen, sind 30 mal 20, sind auch 600, ja, sind 600
Gigawattstunden. Ja? So, die installierte PV-Leistung in 2021 insgesamt lag bei 59 Gigawatt in Deutschland. Also wenn alle PV-Anlagen irgendwie wirklich irgendwie im Sommer 10 Stunden lang vollknalle Sonne haben, dann würden die gerade so viel Energie erzeugen wie diese Autos, die natürlich irgendwie alle 13 Meter an jedem Laternenpfosten ist Ladeanschluss, ja, bidirektionales Laden. Ja, die würden die alle aufsaugen. Die komplette PV, also nicht nur die Spitzen mittags, sondern alles. Ja? Und ich habe es ja vorhin gesagt, irgendwie 1,5 Tage reicht irgendwie der Akku, ne? Weil war ja irgendwie 200 Kilometer, 150 Kilometer Reichweite. Es waren 1,5. Ups. Ja, da kann dann so ein Solarmodul kaputt gehen. Bringen wir das zu Ende. Die Akkus werden auch wirklich leer gefahren. Ja? Also es ist nicht so, dass irgendwie Akku voll und dann können wir keine Energie mehr speichern. So nach 1,5 Tagen irgendwie müssen die eh wieder aufgeladen werden. Und irgendwie es gibt überhaupt keine Netzinstabilitäten mehr. Ja? Ich sage jetzt auch mal, irgendwie, wir bräuchten vielleicht auch keine Stromtrassen irgendwie, weil die würden das alle aufsaugen und dann nachts über irgendwie praktisch irgendwie die Leitung, bestehenden Leitungen irgendwie, aber nee, wir sollten eben zig mehr Leitungen bauen, ja. Irgendwie, das kriegt man geschenkt, ja. Also ich will ja jetzt eigentlich nur diese 30 Millionen Tote irgendwie, weswegen ihr alle Mörder seid, ja. Und die 30 Millionen irgendwie war ja, wie gesagt, noch gut gerechnet. Ja? Ich habe ja da irgendwie mit 170 Millionen. Nur deswegen, ja, also die CO2 interessiert mich eigentlich gar nicht, ja, dass wir da natürlich unsere CO2-Ziele irgendwie komplett auf Null fahren könnten, was den Privatpersonenverkehr angeht, ja. Und nebenbei kriegen wir noch eine gigantische irgendwie Batteriespeicher und haben unsere Netze stabil, ja. Aber nee. Ihr wollt halt wirklich Mörder sein. Deswegen die postkolonial-faschistoide Diktatur der Dekadenz. Ist in meinem Friedensplan irgendwie da erklärt, ja, weil postkolonial, es braucht halt irgendwie, das funktioniert hier nur der Wohlstand, weil es ärmere Länder gibt, ja, die sich irgendwie dann irgendwie zu Tode schuften und die werden irgendwie durch ihre Eliten praktisch irgendwie in der Armut gehalten, weil die Eliten sich halt unseren Luxus leisten wollen und haben aber selber nicht die Infrastruktur, müssen sich es also kaufen und deswegen verhökern sie praktisch ihr ganzes Land und lassen das in Armut leben. Und das ist von unserem Wohlstand so gewollt. Und jeder, ich habe da gestern mit jemandem gesprochen, der sich dann irgendwie noch so super religiös gegeben hat. Jeder, der irgendwie im Auto fährt und irgendwie davon profitiert. Weil das ist nicht irgendwie so da oben die Politiker, die jetzt irgendwie diese Bioethanol irgendwie einfach aus irgendwie Kapitalismus irgendwie sich ausgedacht haben, ja. Ja, das war schon irgendwie, wir müssen irgendwie so tun, damit wir irgendwie was für die Umweltreduzierung machen. Und deswegen, das ist irgendwie, das schön zu reden, ja, haben die Politiker sich das gezwungen gefühlt. Und das tun sie, weil eben die Menschen hier irgendwie so ein gutes Gewissen haben wollen, ja. Und das führt irgendwie zu überhaupt keiner CO2-Reduktion, sondern hat den direkten Kollateralschaden, dass da alle 10 Jahre 30 Millionen Menschen sterben. Und jeder hier, die ganzen Autos, die da vorbeifahren, jeder, der da fährt irgendwie, der wegen dem ist das, ja, der profitiert davon. Das ist nicht irgend so eine Machtelite, die sich das ausgedacht hat, ja. Das ist diese postkolonial-faschistoide Diktatur der Dekadenz. Ja, und diese Dekadenz diktiert das und deswegen seid ihr alles Mörder. Ja, also da führt kein Weg dran vorbei. Und ich würde mir wenigstens wünschen, dass es dann mal zugeben und sagen, ja, stimmt. Ja, irgendwie, weil dann wäre vielleicht schon eine Bereitschaft, wenn es eine Alternative gäbe, dass man dann sagt, okay, jetzt irgendwie hören wir mal auf, keine mehr Mörder zu sein und sind halt fröhlich irgendwie mit diesen kleinen Elektroautos. Ja, die Lösungen sind da. Es ist wirklich die postkolonial-faschistoide, deswegen faschistoide, ja, weil dieses Morden, dieses irgendwie, das ist halt die Identitätsstiftung. Das ist wirklich die wissen, ihr wisst das alle. Ihr wisst, ich meine, die ganzen Flüchtlinge, die da im Mittelmeer sterben oder sowas, ihr wisst irgendwie, ja, dass das Elend in Afrika irgendwie auf eure Kappe geht. Ja, weil ihr diesen dekadenten Luxus irgendwie lebt. Und das gibt euch irgendwie ein Gefühl, irgendwie ein wertvoller Mensch zu sein, ja, weil andere irgendwie jämmerlich krepieren.
Ja, und deswegen, es ginge so einfach, ja, und man könnte ja dann die Geschichte von dem lieben Ego irgendwie wieder nichts geworden ist, weil er irgendwie halt irgendwie nicht die perfekten Maße und die perfekten Leistungen hatte, ja. Dabei war der völlig ausreichend.